herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von True Fear. Wir befinden uns jetzt so gleich im Bonuskapitel und ich sage wir, weil ich nicht schizophren bin, sondern Nummer 27 wieder hier ist. Huhu. Einen schönen guten Tag. Ein guter Tag. So. Es ist 5.47 Uhr. Was? Da habe ich dich geweckt. Nein. Nee, da bin ich. Let's start. Okay. Dann gehen wir erstmal auf Bonuskapitel. Oh, und es erfolgt kein Video. Nichts. Wir sind einfach nur in der Heilanstalt anscheinend. Aber ich sehe da unten rechts so eine hässliche Puppe. Ja, die sehen die anderen nicht. Die sehen da nur so einen hässlichen Freak, der aufnimmt. Ach so, okay. Hey, das ist eine hässliche Puppe. Ja, das sehen die anderen auch. Die Puppe winkt. Dann möchte ich mich entschuldigen, in aller Form. Die Puppe nehme ich zurück. Das ist einfach nur hässlich. Guten Tag, heute unterrichtet sie hässlich. Frau hässlich. Frau hässlich, ja. So, wir sind in der Irrenanstalt, da wo wir hingehören. Ja, ich habe meinen Plastikhut schon auf, meine Tröte an. Super. Und ich habe einen Dolch. Warum auch immer. Oh! Warum auch immer wir einen Dolch haben. Oh. Video. Nackenschmerzen. Jetzt moved sie auch nochmal ab. Bam. Du hast aber abgenommen. Ja, ne? Ein bisschen. Alter, was war das denn gerade? So tanze ich auch immer. Oh, es geht voll auf den Kopf. So, das Schloss ist verrostet. Vielleicht kann ich mit einem schweren Gegenstand erschlagen. Komm, Andreas, spring mal dagegen. Das erste stimmt, das zweite noch nicht. So, geh mal als erstes mal ins Wimmelbild und du darfst wahrscheinlich... Oh, du bist rausgeflogen, kann das sein? Alexa, setze Timer auf 20 Minuten. 20 Minuten, auf jetzt. So, und damit willkommen zurück. Ja, wir hatten einfach irgendwie verdrängt, dass es über TeamViewer nicht klappt. Ja, wir haben jetzt gefühlte 12.000 Programme offen dafür, dass wir jetzt uns gegenseitig hören und aufnehmen können. Mal gucken, ob das so funktioniert. Du bist noch da? Ja. Ja, okay. Gut, wir haben jetzt das andere Programm genommen, wir haben wieder Anydesk genommen und wir haben Skype dazu, weil ich ihn irgendwie nicht über Anydesk hören kann, warum auch immer. Wahrscheinlich will es mein Ohr einfach nicht. Ich meine, wenn das jemand von TeamView oder von einer anderen Übertragungsfirma hört, könnte gerne auch so ein Kima zusenden. Warum nicht? So, ja. Das ist ja mal was ganz Neues. Das Emblem ist bereits hier. Dafür ist ein Schloss davor. So, wo waren wir stehen geblieben? Hier hat ein Mann ganz heftig abgedanced. Wir müssen... Du. Ja, der Mann war ich. Einfach nur ohne Mütze, dann sehe ich aus wie ein Mann. So, wir gehen jetzt mal ins Wimmelbild, wollte ich sagen, bevor du gemein zu mir wurdest. So. Sorry, wir haben geschlossen. Das machen wir einfach ab. Eine Toilette. Closet. Wir haben eine Toilette. Oh, warte mal ganz kurz. Post kommt. Ich gehe jetzt aber nicht hin. Ich hoffe, es klingelt nicht und der Hund bellt nicht. So, ich sollte nach einem Schlüssel suchen. Oh. Wir hatten noch einen Dolch. Wo ist... Hä? Sag mal, du verlierst auch alles. Entschuldigung. Ich verliere selbst den Dolch aus dem Inventar. Vor 2 Minuten war das noch komplett voll alles. 3-mal hin und her gelaufen. Deswegen sieht es hier so chaotisch aus. Das ist alles aus meiner Tasche gefallen. Vor allem das Rad. Ja, das Rad besonders. Rad ab. Auch das. So, ich würde sagen, dann gehen wir als erstes mal hier um die Ecke. Oh ja, voll gemütlich. Wir haben irgendwas geschrieben. Ich kann etwas hinter dem Spiegel erkennen. Was kann ich verwenden, um ein Loch hineinzuschneiden? In einen Spiegel. Ein Diamant. Dam, dam, dam. Wir hatten ja... Ah, wir haben den Dolch wieder. Guck mal. Sag mal.
Ach, weil gespawnt. Wir spawnen wahrscheinlich ein. Der ist neu gespawnt. Das ist wahrscheinlich, weil wir dort im Wimmelbild waren. Da ist ja immer unser Inventar weg. You know. Also ich war da nicht drin. Gut. Okay, du warst da nicht drin. War ich wieder allein unterwegs? Ja. Wie immer. So. Lausche meiner englischen Stimme. Hä? Du übst ja eigentlich. Immer. Ich bin erst seit einer Woche hier, aber dieser Ort bereitet mir Gänsehaut. Die Schreie, die aus Block B kommen, klingen nicht menschlich. Ja, wieso? Walross. Die Wachen sind lustige Kerle. Vor ein paar Tagen sah ich, wie William den Geldbeutel eines Besuchers stahl. Witzig. Diebstahl. Ja, er war derjenige, der all die Leute umgebracht hatte. Aha. Aldi? Der die Aldi-Leute umgebracht hatte, leben die nicht noch? Aldi-Leute, Aldi. Ja, Aldi. So, hier ist ein bisschen Blut, ansonsten ganz sympathisch hier. Das sieht wie Blut aus. Ja. Das ist eine Beschneidungsmaschine. Eine Beschneidungsmaschine. Na gut, die kann mir ja nichts. Psychologie- und Psychiatriebücher. Nichts, was mir jetzt helfen kann. Das kommt alles zu spät. So, wir haben mal wieder nichts Nützliches. Wir haben eine Diode und ein Glas und ein Dolch. Es gab ja mal so eine Karte, wo man draufklicken konnte, um zu sehen. Die ist hinter der hässlichen Puppe versteckt. Oh nein, ich wollte nicht die Puppe klicken. Nein, geh weg. Oh, ich habe nichts gesehen. So, nein. In allen Räumen gibt es eine Handlung, außer in dem, in dem wir uns befinden. Es läuft. Ja, sieht so aus. Ja. Gut. Ja, was bedeutet eigentlich der Stern? Ja, warum liegt hier Stroh rum? Stroh rum. So, dann gehen wir jetzt. Also, hier ist das Wimmelbild, okay. Aber hier können wir. Wir sollen nach einem Schlüssel suchen. Ach so. Ja, Mann, kaputt. Ja, wieder mal kaputt gemacht, das übliche. Brechstange. Fum. Und nun? Ist der Brechstange ein Schlüssel? Nein. Ach, guck mal, da hinten liegt einer. Ach so. Aber weil du so dicke Hände hast. Ja, so Wurschtfinger. So, jetzt haben wir einen Schlüssel. Jetzt können wir endlich aufmachen. Und feststellen, es hat sich überhaupt nicht gelohnt. Alter, wie oft muss ich das da noch anklicken? So. Oh, ich brauche etwas, um es aufzuschneiden. Ein Dolch. Ich beiß sowas gerne ab. Ein Stück vom Karton. Aufgenagt, wie so ein Tier. Ja. Ja, wie halt ein Löwen. Ja. Guck mal hier, ein Rasiermesser, was immer an der Rezeption liegt. Kennt man ja. Ach, den Dolch hast du schon wieder verloren. Nein, das ist doch nicht, das ist doch in dem Wimmelbild. Da haben wir doch ganz anderes Inventar. Das ist auch, wenn ich eben vor die Tür gehe, habe ich auch ganz andere Sachen. Ja, plötzlich zack. Wir haben eine Pinzette gefunden. Siehst du, das hat euch wieder. Tja. Gehen wir mal gerade zu, wo die so getwirkt haben hier. Wasser. Immer noch Wasser. Aber wir haben ja ein Glas, wir können ja uns einen Schluck Wasser eingießen. Ist voll gut, ey. In so einer Situation erstmal ein Glas Wasser trinken. Die Apokalypse kann warten. So. Das Testfeld ist funktionstüchtig. Aber die Tür ist ja bereits offen. Wow. Hier muss ich die Heilanstalt befinden, hinter einem Goldtor. Ja, muss ja Spaß machen, reinzukommen. Ich bin jemand. Ich bin was ganz Besonderes. Ja, natürlich bist du das. Welcome. So, aber hier gibt's sonst nichts. Geh mal rein. Oh, oder auch in den Keller. Ja, gleich erstmal in den Keller gehen. Gleich erstmal sterben. Oh, da ist wieder dunkel. Das Beste, was man machen kann, weißt du, so sich aufteilen und in den Keller gehen. Ich teile mich ungern auf. Wobei, aus mir kann man zwei machen. So war das nicht gemeint. Aber cool, dann wären wir so eine Gruppe aus. Drei Leuten immerhin. Wie nennt sich das? Nicht Osmose, sondern wenn man sich teilt.
Selbst klont. Klonen. Okay. Ein Spinnschloss. Und es ist zu dunkel, um dort runter zu gehen. Was machen wir jetzt? Moment, ich versuche gerade mal. Moment, bleib mal. Versuchst du die Kontrolle zu übernehmen? Bleib mal genau so. Ja. Bleib mal genau ja, so. Ja. Ja, oh, jetzt bewegst du meine Maus, ja. Boah, du schaffst es, meine Maus zu bewegen. Ein Traum wird wahr. Oh ja, ich trinke mal was auf den Schreck. Ich kann das sogar steuern. Was? Das ist ja toll. Mm. Das ist ja toll. Ich glaube, wir haben die Konfiguration unseres... Wir haben es gefunden. Ich habe nicht genug Trinken hergestellt. Ich bin jetzt ohne Trinken ab jetzt. Ich hab hier, oh Gott, da fängt es wieder an zu gehen. Ja. Also ich langweile mich nicht, außer durch deine Gesprächsführung. Aber, aber das Spiel selber ist top. So. Huch. Alter, hab ich mich gerade ein bisschen vor dieser scheiß Statue erschrocken. So. Was denn? Nix. Huch! Eine gewöhnliche Heilanstalt. Was haben wir jetzt? Eine Schranktür mitgenommen. Ja, die kann man immer gebrauchen. Och, die mach ich dir, die mach ich zu Hause wieder hübsch. So. Keine Tasse. Alter, die im Schrank, doch gleich hoch. Schranke. Natürlich. Nee, nichts passiert. Brüste! 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 Moment, lass mich da nochmal hin. Warte. Brüste! Aber nur ein Nippel. Moor. Und die schielen ja, guck mal. Ja, die gucken voll auseinander, ne? Na hier, ja. Guck mal, hier ist eh ein Nippel, aber hier ist nichts. Kaputt. Ja gut, das ist halt das ist wie die, wie heißt die, Bianco? Die Blanco. Die Hände können sie ein bisschen anders halten, wenn sie schon kniet. Schön. Ich gehe wieder. Ja. Okay. Ich weiß nicht, was wir tun sollen. Wir haben lauter unnütze Dinge schon wieder bei uns. Sag mal, wohin? Wohin? Echt, das ist jetzt der einzige Ort gerade, wo wir was machen können, angeblich. Ja, die macht jetzt die Hände auf und dann... Na dann, 5 Minuten später. Wissen wir jetzt also, immer noch nicht, was wir machen sollen, aber uns geht's besser. Hier eine Diode, mein Kind. Hier eine Pinzette, mein Kind. Hier ein Wasser, mein Kind. Geht doch mal. Hier ein Spinnschloss. Eine Schranktür. Ein Dolch. Alter, wenn die den jetzt weggenommen hätte. Ich glaube da. Das kann man übernimm da du mal? Ich soll mal übernehmen. Ja. Cobra übernehmen sie. Cobra übernehmen sie. Bam, bam, bam. Kid Kumpel, ich brauch dich jetzt. Es ist irgendwie nix. Da muss aber was sein. Hier muss! Die Puppe guckt schon wieder so hellmisch, die weiß bestimmt was. Kackpuppe. Und da ist wirklich? Nee, es ist nur da, wo wir sind, gerade was. Sonst nirgends. Aber der Stern. So, dann muss es doch hier hinten irgendwas sein. Ja, du willst ja nur Brüste angucken. Ich glaube nicht, dass unbedingt sie das ist. Meep. Kann man denn da hinten was legen? Nein, kann man nicht. Kann man dann mit... Ich habe ja schon alles in die Hand gesteckt. Außer... So. Kann man denn hier hinten irgendwas... Nee. Ich denke eher, es ist vorne vielleicht hier neben dem Rettungskasten. Da ist ja so eine Pinnwand. Weiß ich nicht. Kann man die anklicken? Ja. Es war mal eine gewöhnliche Nervenanstalt, wow. Aber man kann sie anklicken. Wow. Und da mit dem Dolch, nee, obwohl es ist, was ist das? Klickt das mal an? Das könnte man hier mit, was ist das hier? Eine Pinzette? Nein. Könnte man das mit dem Dolch? Oh! Ja! Titi, gleich kaputt gemacht. Gleich kaputt gemacht, nee, einfach nur, wo ist es hin? Was hast du getan? Ach, du hast es auf den Boden geworfen. Und wir haben von diesen ganzen Sprungfedern, die runtergefallen sind, 8, also okay, 8 sollen wir jetzt aufsammeln. Ja, hier, komm.
sammle mir mal meine Sprungfedern auf. So, dann gucken wir mal, ob das so... Ich brauche etwas, um es herauszuziehen. Und dem Stuhl ist noch eine, die du greifen müsstest, ja. So, und jetzt sind unter dem Stuhl? Naja, du hast ja gerade gemacht. Zwei, nimm sie mal mit der Pinzette am besten. Ich nehme die zwei mal mit der Pinzette. Nimm die zwei mal mit der Pinzette, wa? Na, wo ist die andere, hä? Genau. So. Sag bloß, die ist jetzt wieder weg. Nee, du, ja doch. Du kannst sie nicht in der Hand, die fällt dir aus der Hand, nachdem du sie benutzt hast. Du hast ja nur den Daumen so. Und den kleinen Finger. Das ist... Und das verteilt auf zwei Hände. Ja. Schon mühsam. Schon grausam irgendwie. So, jetzt sind wir hier im Minigame. Ah nee, das ist hier so ein... Ach Gott sei Dank, es geht nichts. Ach so, die muss ich ja wieder alle rein... So. Die Sprungfedern müssen in einer Reihe sein. Ach nee. Ach, so ein schwules Ding auch noch. Ja. So, ich versau's jetzt erstmal richtig und danach musst du es ausbaden, okay? Ach, das sieht doch schon ganz gut aus. Ja, fast. Noch weiter runter. Nein! Warte mal! Nein! Das wäre alles kaputt. Ja. So nah dran und alles verkackt. So. Dann. Ja. Na. Mach's doch ganz hoch. Nein. So. Na, fast. Weiter runter. Nein. Das hier? Warte mal, übernimm du. Ja. Ich habe den Anfang gemacht, also den Rest solltest du ja jetzt bitte hinkriegen. Verdammt, der kriegt's wirklich. Ich fühl mich so jetzt weiß ich, wie ihr euch immer fühlt, wenn ich spiele. So, nein! Mach's richtig! Oh mein Gott! Es ist so simpel! Warum meinst du das nicht? Ja, das ist halt diese, das ist dieses begrenzte über den Tellerrand hinausschauen. Ach Mann, so, das war wieder eine Folge. Mira schämt sich. Ja. Ein bisschen. Oh, sieht aus wie zu Hause. Ich muss diese Ranken irgendwie entfernen, damit ich den Raum betreten kann. Etwas Scharfes wäre nützlich. Den Dolch haben wir doch noch. Nein, das klappt so nicht. Warum nicht? Warum kann man mit einem Dolch nicht Wurzeln zerschneiden? Weil. Ja. Der Dolch stumpf ist. Weil er stumpf ist. Weil, warum ist er stumpf? Da steht nicht stumpf. Kennst du das übrigens mit ein Loch ist im Eimer? Nein. Was meinst du? Also ja, nein, weiß ich nicht. Kommt drauf an, was du mir sagen willst. Also, ich versuche jetzt mal mit meiner engelsgleichen Stimme. Das ist ein Lied. Das geht ungefähr so. Hast du mit dem Lieber Heinrich? Genau, ein Loch ist im Eimer, Karl Otto, ein Loch ist im Eimer. Nee, ich kenne das immer, liebe Liese, und liebe Liese weiß alles und sagt dann lieber Heinrich, so und so, stopf das Loch doch mit Stroh. Ja, genau, das Stroh ist zu lang. Ne? Und dann ja. Kürzen, womit denn? Mit Wasser und. Ja. Gut. Aber okay, danke für das Zerstören meiner Präsentation. Gern geschehen. Mirabel, der Zerstörer. Zack, oh, das möchte ich mit meinen Pflanzen auch mal haben, dass man die einfach einmal gießt und sofort sehen die wieder blendend aus. Guck mal, da hinten steht 5246. 5246, oh mein Gott, merkt ihr das? Hast du gesehen? Ja, ich hab's ja freigelegt. Dein Geburtsjahr. In der Zukunft nochmal wiedergeboren werden. Nee, ist vor Christus. So. Der 5.2. Oh Gott. Da wäre ich ja schon in Rente. Ja, wer wäre das nicht? Geil! Oh, wir haben den Dolch behalten tatsächlich, ne?
Wow, ja, so viel Anteilnahme habe ich jetzt nicht erwartet. Ja, das ist, mir fehlen die Worte. Ja. Ach so, jetzt können wir ihr hier die Rose wahrscheinlich in die Hand legen. Guck mal hier, so geht man mit einer Lady Natürlich. um. Moment, dann lass mich das tun. Sie bewegt sich. Ich sag, macht schon Mund schon auf. Ah, da läuft's. Aber ich weiß nicht, ob man diesem Mund irgendwie vertrauen sollte. Ach, das ist, Oh, immerhin gibt sie uns den Diamantring. da gibt es ja wie bei Pferden, so macht man da rein und dann kann man da nicht mehr zubehalten. Kaut sie den ganzen Tag auf Metall rum. Und eine Oma hat mal erzählt, sind die Zähne einmal raus, hat die Zunge frei Spiel. Ich bitte dich, Alter. Freier Wahnsinn. Ich komme damit nicht klar. So, ich habe uns mal Licht gemacht. Ich wünsche, in deinem Kopf ging es Das. ähnlich. Die Birnen habe ich rausgedreht. Alle weg. Ach, wir konnten das nicht Alle weg. durchschneiden, obwohl man es gesehen hat, weil wir kein Licht hatten. Ja, du weißt ja nicht, wo du schneidest. Wir haben es doch gesehen. So, ich habe ein Mädchen kennengelernt. Sie besucht eine Verwandte hier. Sie ist bezaubernd. Mein Vater sagte, dass es eine Bestimmung ist, wenn man an diesem Ort die wahre Liebe findet, in der Psychiatrie. Voll die Bestimmung. Ich frage mich, warum jeder immer eine übernatürliche Erklärung für die einfachsten Dinge braucht. Zumindest erleichtert es einem den Aufenthalt hier ein bisschen. Eine Notiz von dem Serienmörder Jack Smith. Er hat vor 10 Jahren alle Leute hier umgebracht. Gut. Wenn man da jemand kennenlernt, hat man wenigstens gemeinsame Interessen. Ja, es ist nett, oder? Hat was. Irgendwie war er vielleicht einfach nur einsam. So. Was müssen wir jetzt hier? Ganze Zeit erzählt was? Was? Ich habe eine Diode reingesteckt, aber wir brauchen noch eine zweite Diode. Du bist auch voll die Leuchte. Jetzt gehen wir erstmal in den Keller und du bist schuld, wenn wir sterben. So. Oh, guck mal hier, der Untersuchung. Ist das Oh. nicht der Anfangsraum hier? Ja, nur jetzt ist Wasser. Bestimmt Warte, das. Strom, wenn man hier das so Oh. sieht. Oh. Oh, was ist denn So, jetzt? Oh. ich muss das mal. Ja, meine Alexa Oh, sagt mir oh, gerade oh. Bescheid. Oh, da bricht das mal, Alexa, das voll stopp. schief. Also, dann, da die Lady Mirabelle sich nicht traut, werden wir jetzt das einmal kurz abbrechen hier und in eine neue Folge packen. Ich persönlich als Nummer 27 würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch gebt und ein Abo macht. Wir brauchen, beziehungsweise Lady Mirabelle braucht noch ein Jahr. Ich hätte gern Freunde. Genau. Sie ist so einsam. Sie sitzt vorm PC und sie hat schon, ich bin ja Nummer 27, 26 sind schon verschlissen. Und deswegen einen Daumen hoch, gibt ein bisschen Daumenliebe. Sie würde sich freuen. Ich tanze dann auch für euch. Tschüss.